Ja, aber dahin in der Viererkette, wir haben nicht nur junge Spieler, aber Immanuel Höhn, Christian Günther, die spielen zwar schon ein paar Jahre, aber die sind jung und die sind auch nicht immer gleich stabil. Aber Marc-Oliver Kempf, die brauche, Jonas Föhrebach, die brauche dann ein Maß von Ruhe und Zutrauen, damit sie wieder dahin zurückfinden, wo sie jetzt phasenweise in der Vorrunde waren. Das betrifft nicht viele Leute, das betrifft ganz wenige, aber wenn es reicht, wenn 200, 300 O und A und es nicht schnell genug geht nach vorne, das hört man dann, weil die andere hört man nicht und dann wird es noch unruhiger. Wenn das nächstes Mal wieder so ist, dann ist es halt so. Ich sage auch den Spielern, sie müssen damit umgehen. Ich sage auch den Spielern, dass sie das nicht beeindruckt haben, dass sie Profis sind. Nur ich kann es lang sagen, es tut es aber, wenn sie eh nicht gerade stabil sind. Und ich rede von ganz, ganz wenigen, damit es klar ist. Das ist keine Kritik am Publikum oder ganz im Gegenteil, wie kann ich Kritik an dem Publikum, das uns so dermaßen unterstützt. Ich sage nur, wir müssen unsere Nervosität dann bekämpfen und die Leute draußen auch ein bisschen, manche, damit wir dann den Spieler, die eh schon ein bisschen wackelig sind und wo wir jetzt gerade am Kämpfen sind in vielen Dingen, dass sie dann nicht noch nervöser werden.